damit willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Jetzt den Ton runter. Willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Das ist jetzt die Folge für heute. Vorher habe ich ja die letzte der vier Folgen für gestern aufgenommen. Ich habe jetzt entschieden, das noch in der Nacht zu machen, weil ich nicht weiß, wann ich... Also ich bin mir nicht sicher, wie ich am Tag Zeit habe. Das heißt, es gibt mal wieder dieses eventuell zweite Folge, eventuell nicht. Ja, beim letzten Mal waren wir im Salamandra versteckt, da sind wir auch noch. Wir haben das rausgekriegt, wo das ist durch Leuwarden, der den Code von den Briefen rausgekriegt hat. Das ist im abgesperrten Bereich von Visima und wir kamen durch einen Informanten dahin. Dort hatten wir eine hochinteressante Entdeckung. Das ist immer noch zu laut. Warte, ich mach's wieder mit Headset, dass ich das ein bisschen leiser drehe. Wir hatten eine hochinteressante Belauschung. Entdeckung ist das falsche Wort, von einem Mann namens Radovid, der war in diesem Spiegel hier. Mit den Salamandern dran. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall haben wir hier alle getötet und sollen jetzt mit dem Stein, der da war, zurück zu Triss und Leuwarden. Deswegen werden wir jetzt rausgehen. Und haben erstmal ein Video, so wie es aussieht. Genau, erstmal ein Video. Noch mehr Salamandra. Und der Werwolf, den sollen wir, das ist Kea Kamens Geliebter. Gewalt tötet den. Das ist ja Kamens Geliebter, das ist der Werwolf. Sieht ein bisschen seltsam aus, finde ich, aber ganz witzig. Und der hat hier gerade einige Salamandra getötet. Da ist auch ein Bürger. Aber den greift er nicht an. Interessant. Wir wissen ja nicht, wer der Werwolf ist. Bisher, weil Carmen uns nicht sagen wollte, wer er ist. Jetzt sieht er uns. Greift er an? Nein, er rennt weg. Geralt nimmt die Verfolgung auf. Ich hoffe, dass jetzt nicht laggt. Das Video ist nämlich gerade äußerst cool. Wo ist er? Da. Er greift doch an. Nee. Er hat Geralt umgeworfen, aber jetzt läuft er wieder weg. Klettern kann er gut, merkt man. Und er kann reden. Kennt mich? Ich bin's. Ich bin es. Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Hauptmann Vincent ist der Werwolf. Interessant. Naja, es war in einem der früheren Parts, deswegen, also sehr viel früheren, Kapitel 2, weswegen auch Vincent meist als Verdächtiger galt, weil er in der Nacht verschwunden ist. Jetzt wissen wir warum.
Damals wussten wir nicht, dass er ein Werwolf ist. Wie ich schon mal beim der gestrigen Parts gesagt habe, dies ist der einzige Werwolf in dem Spiel, meines Wissens zumindest. Und vor allem der Mutagen braucht man Werwolfspelz. Wir müssen also jetzt entscheiden, ob wir ihn töten oder nicht. Die Quest schreibt ja vor, dass wir ihn retten. Sollen. Aber der Hierophant hat sowieso gesagt, dass wir erstmal testen sollen, ob er überhaupt noch ein innerer Mensch ist. Deswegen bin ich jetzt erstmal nett, bevor ich mich entscheide. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein. Er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Wie kannst du behaupten, dass wir auf derselben Seite sind? Du bist ein... Ja, okay. Wir als Hexer sind auch nicht ganz menschlich. Ich wollte jetzt eben sagen, du bist ein Monster, aber das kann man von Geralt auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich ihn verschonen soll. Andererseits weiß ich auch nicht, ob ich ihn töten soll. Eigentlich war Hauptmann Vincent gar kein so... Er ist ja kein so übler Kerl eigentlich. Haben wir ein bisschen kennengelernt. Der König von Redanien ist also Radovid. Sehr interessant. Das ist durchaus... Warum sollte ich euch verschonen? Machen wir es erstmal so. Ich will erstmal rausfinden, ob er ein Mensch ist, bevor ich mich entscheide. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer. Im Gegensatz zu euch. Naja, mich jetzt zu beleidigen ist aus seiner Sicht nicht so intelligent. In seinem Innersten behauptet er, ist er kein Ungeheuer. Wir müssen halt jetzt... uns entscheiden. Wenn wir den Werwolf jetzt laufen lassen, ist halt die Gefahr, dass er lügt und dass er eben doch einfach so Menschen umbringt. Andererseits sein Argument von wegen, wie viele sind durch Geralts Schwert gefallen, ist natürlich ein Argument. Hätte ich das gewusst, dass da jetzt das kommt... dann hätte ich euch um Kommentare gebeten und hätte auch länger abgewartet, aber ich wusste das nicht. Ich persönlich bin ja ein sehr großer Werwolfsfreund, noch mehr als von Vampiren. Wir hatten ja schon mal sowas, ne? Das war mit der Königin der Nacht, wo wir damals die Vampire dann verteidigt haben gegen die Menschen. Ich denke mal, ich werde mich auch hier jetzt wieder so entscheiden. Dann werden wir halt einen mutagenen Ausbaustufe nie haben, die mit dem Raubtier, die wir im letzten Part gesehen haben. Aber die war ja gar nicht so gut, ne? Das war irgendwie in der Nacht 50% Schaden und 50% Ausweichen. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, den Hauptmann der Wache zu killen. Beziehungsweise, wenn wir den killen, dann ist die Quest natürlich auch gescheitert. Logischerweise. Ich werde ihn nicht töten. Ihr habt recht, das Äußere zählt nicht. Würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr dafür eine Meinung habt. Aber ich werde ihn nicht töten. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Werwolf Vincent, er verschwindet. Wir haben etwas Neues in der Persönlichkeit drin. Etwas Neues bei der Schöne und das Biest. Ja, hätten wir ihn jetzt getötet, wäre die Quest natürlich gescheitert. Und was wegen dem Stein. Ich weiß, dass Vincent der Werwolf und damit auch Carmens Liebster ist. Ich sollte mit Carmen sprechen. Ja, ich denke mal, Carmen hätten wir es uns auch logisch schön verschissen, wenn wir jetzt den Werwolf getötet hätten. Das ist ein Schlüssel. Als ich das Versteck des Lamandra verließ, traf ich einen Werwolf, der sich als Hauptmann Vincent entpuppte. Dem Anschein nach ist er ein unbezähmbares Tier. Doch sah ich etwas in seinen Augen. Eine Art Hoffnung. Ja, er wirkte auch gerade recht nett. Er hat sich ja jetzt bedankt dafür, dass wir ihn
Er weiß wahrscheinlich, dass Geralt ihn töten könnte. Deswegen hat er sich bedankt. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Entscheidung getroffen. Aber wir wissen ja, solche Entscheidungen mussten wir schon öfters treffen, müssen wir öfters treffen und wir werden Konsequenzen zu spüren kriegen, in beiden Fällen. Eine Art Hoffnung, deswegen habe ich sein Leben verschont, vorerst. Ich sollte den Stein zu Lavarden und Triss bringen. Persönlichkeit. Ich glaube, dass nicht jedes Ungeheuer den Tod verdient. Man sagt, dass Hexer alle Ungeheuer ohne Ausnahme töten und dass der Kodex der Hexe nur eine Legende ist. Vielleicht ist das wahr. Aber ich kann zwischen dem Menschen in einem Ungeheuer und dem Ungeheuer in einem Menschen unterscheiden. Wer wo Vincent hätte nicht durch die Hände eines Hexers sterben sollen. Das gilt aber nicht für die Dreckskerle, die ich jage. Ich hoffe, das war kein Fehler, nicht dass dann heißt, er ist eben doch animalisch, da dies, das hier meinte ich. Die Gewandtheitsstufe, von Mitternacht bis zur Dämmerung, Angriff und Ausweichen bis 50%. Kriegen wir nur, wenn wir den Werwolf töten. Da wir ihn jetzt nicht getötet haben, werden wir das hier nie haben. Das ist wahrscheinlich die Konsequenz, die wir jetzt tragen müssen. Ob es noch weitere Konsequenzen sieht, wird man sehen. Ansonsten kommen hier noch zwei. Hier kommt noch was. Bei der Ausdauer. Und bei der Stärke kommt es auch noch. Ja, schauen wir mal. Gut, wie kommen wir denn jetzt wieder raus? Der Werwolf ist ja jetzt verschwunden. Der ist über die Dächer gegangen. Ich würde dann zuerst mal zu Carmen gerne gehen, bevor ich zu Leuwarden und Co., weil ich glaube, das ist ja eine Hauptquest und die Schöne das Biest ist eine Nebenquest. Ich glaube, wir müssen zur alten Schmiede durch. Weil eigentlich zu Clarke können wir gar nicht mehr. Wer sich vielleicht erinnert sich. Ah, Versteck des Werwolfs. Immer an. Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Hier hält sich also Vincent versteckt. In der Nacht. Ich wollte ja die alte Schmiede schon letzte Folge sehen, da konnten wir noch nicht hin. Ist das. Nee, ich wollte jetzt schon fragen, ob das Blut ist. Das Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Waffen und Rüstungen. Bögen, Armbrüste, Äxte. Keulen. Schilde. Auch die Flammenrose ist hier. Interessant. Persönliche Waffenkammer des Werwolfs, so wie es aussieht, was ist in einem Fass drin? Ich will ihn nicht beklauen, ich will nur wissen, was drin ist. Eine Fackel, die haben wir eh schon. Und was war oben im Kleiderschrank? Ein Feuerstein, bei dem wir eh nicht viel mit beklauen. Ja, Vincent der Werwolf, wir haben ihn verschont. Eingang zur Kloake. Na dann. Über die Kloake kommen wir wohl zurück, weil wir können ja, sonst ist es ja abgesperrt, der Bereich. Ganz sicher, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, bin ich nicht ertrunken, ne? Wenn wir erstmal die Ertrunkenen los. Die Ertrunkenen sind für uns ja kein Thema. Dann müssen wir jetzt das nächste hin. Ausgang zum Tempelbezirk. Ja, wegen Carmen. Ansonsten wäre es ja der Ausgang zum Grundschirm, nehme ich mit. Ansonsten wäre es ja der Ausgang zum Händlerviertel. Ertrunkenen sind so lästig. Einfach mal. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ich glaube, ich gehe zum Kaufmannsviertel und dann um das Kaufmannsviertel ins Händlerviertel. Das ist ja um einiges einfacher. Weil sonst hängen wir da ewig rum.
Aber ich werde es trotzdem so speichern. Wenn wir auch in der Vergangenheit bereits einige Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel damals mit den Anderlingen im ersten Kapitel zum Beispiel. Das fällt mir jetzt spontan ein. Oder das mit Abigail bei der Bestie im ersten Kapitel. Und ich habe immer mit den Konsequenzen gelebt, jetzt werde ich mit den Konsequenzen auch leben. So, schauen wir mal, was Carmen dazu zu sagen hat. Kikimore. Darf ich mein Schwert ziehen? Danke. Starker Kampfstil. Eine Kikimore kommt selten allein, man merkt das schon. Ja, wir hatten ja im letzten Part ein Thema, wo wir die Wachmänner gefragt haben mit dem Passwort. Da hat ja auch einer gemeint von wegen ja, dass er lieber Terroristen, also angeblich Terroristen, die Anderlinge jagt, weil die Anderlinge bringen ja mehr Gold als so eine Kikimore. Die macht ihr, Freunde. Oh, kommt schon, ich schaff doch wohl eine scheiß Kikimore. Da hat man gerade sehr schön gesehen, da hat man gerade sehr schön gesehen, was für Probleme normale Menschen mit Ungeheuern haben. Also was ich sagen wollte, da war ja im letzten Part einer der Meine Füße schmerzen. Wachleute, wo er halt gesagt hat, der kriegt ja für einen Terroristen, den er nicht mal fangen muss, viel mehr Geld als für eine Kikimore und ob wir den Narren wären, weil wir ihn fragen, ob es nichts Besseres zu tun gibt. Als die Skrulltelle zu verfolgen, also die angeblichen Terroristen. Und klar, aus Sicht der Menschen sind ja alles Bastarde. Da hat ja auch einer von denen im letzten Part zu uns gesagt, von wegen, ja, ihr seid hier nur geduldet und nicht mehr. Man merkt schon, die Menschen sind nicht gerade die pflegeleichte Rasse, möchte man sagen. Also, ich glaube, wir kamen gleich erwischen. Wenn ich meditieren wir halt. Hier im Tempelbezirk geht es ja ein bisschen einfacher beim Meditieren als im Händlerviertel. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Es trommelt. Es trommelt. Das nennt man Regen, Dumpfbacke. So, wenn, dann ist sie wahrscheinlich hier in ihrem Bordell. Ich verstehe nur nicht, warum sie uns nicht gleich den. Ja, da ist Carmen. Ich verstehe nur nicht, warum sie uns nicht gleich den Namen von Vincent gesagt hat. Ich nehme mal an, weil er ist halt ein Hauptmann der Stadtwache, und sie ist ja in Anführungszeichen nur eine Hure. Und damit wollte sie seinen Namen nicht in den Dreck ziehen. Nehme ich mal an. Aber dafür zu sagen, lieber soll er dann Werwolf bleiben, fand ich schon ein bisschen blöd. Naja, Carmen. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Ich verrate die. Ich weiß bereits, dass Vincent der Werwolf ist. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Da kam gerade eben noch das mit von wegen. Dass die. Den Namen ihres Mannes, also von Vincent, nicht verraten wollte. Lieber sollte er ein Werwolf bleiben. Und das finde ich von ihr schon ein bisschen falsch. Wenn sie ihn heilen will, dann soll sie auch mithelfen. Wie heißt ihr wirklich? Das würde mich interessieren. Carmen ist ja nur so ein, ja, Prostituiertenname, wie bei den meisten Prostituierten. Der benutzt ja die meisten Decknamen, ist ja wohl bekannt. Wie heißt ihr wirklich? Hela. Aber das ist zu gewöhnlich. Hela.
bei dem Geistlichen im ersten Kapitel, ne? Dem damaligen Anführer im Umland. Der hat ja, da hieß es ja von wegen, er hätte seine eigene Tochter verstoßen. Ich glaube, das war sogar wegen Prostitution. Vielleicht ist Carmen seine Tochter. Ist ein komischer Verdacht, aber irgendwie kommt mir das gerade. Naja, ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich hole einige Blätter Hundspetersilie. Ich warte auf euch. Okay, jetzt sollen wir die Hundspetersilie holen. Die gibt's ja im Sumpf. Aber ich werde nicht sofort in den Sumpf zurückgehen. Ja? Oder haben wir die vielleicht schon? Nein. Ich werde hier jetzt erstmal meditieren. Und dann werde ich mal beim Kräuterhändler nachschauen. Ich will nicht sofort wieder im Sumpf. Meditieren wir mal bis Vormittag. Ich will nicht sofort wieder im Sumpf. Das ist mir einfach ein bisschen zu doof. So. Hier ist ja eine Kräuterkundlerin. Mal sehen, ob die was sowas hat. Haben wir denn uns Petersilie allgemein? Mieswurzblüten. Grünschimmel, Sporen, Nerzersalz. Wolfsaloe. Sieht hier nicht so aus. Nein, wir haben keine Hundspetersilie. Wenn wir Glück haben, haben wir im Händler und im Templerbezirk die Kräuterkundlerinnen genug. Wenn nicht, dann müssen wir halt doch nochmal in den Sumpf. Aber das werde ich dann nicht sofort tun. Dann werde ich zuerst mal das machen mit. Dann werde ich zuerst das machen. Jetzt ist es wieder so leise. Wieso bei diesem Spiel ist so mega Lack mit der Lautstärke, verstehe ich nicht. Also dann werde ich halt gucken mit Triss und so wegen dem Stein. Aber schauen wir erstmal hier. Kräuterkundlerin. Was gibt's? Ich brauche Hundspetersilie, hast du sowas? Außerdem können wir hier das Essen vom Brück kaufen. Nebenbei bemerkt, dass wir bei den Salamandern gesammelt haben. Weil das brauchen wir ja eh nicht mehr, unsere Tränke. Damit es noch drei Schwalben. So, jetzt schauen wir mal Himbeeren. Nieswurzblüten, weiße Myrte. Schildkraut, Wolfsbein, Pinienwurzel, alles ja wohl Schildkraut. Nee, natürlich nicht. Es wäre zu einfach gewesen. Da müssen wir wahrscheinlich doch zünden. Dann müssen wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt richtig Pech haben, doch zum Sumpf. Aber jetzt schaue ich nochmal hier nach, weil im Tempelbezirk. Ah, Vincent Meiss ist jetzt auch wieder hier. Mit dem würde ich gerne kurz reden. Jetzt natürlich wieder menschlicher Gestalt. Seid gegrüßt. Wir können mit ihm nicht über die Werwolfsthema-Geschichte reden. Lebt wohl. Finde ich etwas seltsam. Aber gut, wenn er Eins, nicht mag. zwei, drei. Ja, ich denke mal, dass es darum geht, dass einfach die Öffentlichkeit nicht mitkriegen soll, dass er ein Werwolf ist. So wie ich das ja jetzt mitgekriegt habe in dem Video, tötet er als Werwolf ja nur Kriminelle.
und nicht keinen normalen Bürger, weil der Werwolf hat den normalen Bürger ja in Ruhe gelassen. Er ist auf ihn zugelaufen, aber er hat ja auch uns nicht angegriffen. Er hat uns nur einmal umgestoßen. So, hier war auch ein Kräuterkundler. Hier unten. Ich hoffe schon, dass der was hat. Jetzt ist übrigens wieder voll laut auf dem Headset, ne? Jetzt ist es wieder total laut auf dem Headset. Versteh mal. Da war die Lautstärke voll leise. Ja, wenn du ganz nass bist, dann stell dich um. Ein Hexer! Versteckt euren Regen schon. Eigentlich hört man, wenn wir hier sind, schon mal auf den Baden gehen. Das Wetter. Nee, die ist auf der anderen Seite. Okay, ja, ich weiß nicht, man soll das Haus wegfahren. Hey, es regnet. Tragt ihr diese Schwerter? Das ist ein schlechtes Wetter. Was ist die denn? Vielleicht mal so ein Stapelbogen. Ein Glück, dass Bolt ist erlassen. Ein tapferer Ritter des Ordens erschlug eine Gorgo in den Kloaken. Ja, ich erschlug auch eine Gorgo. So steht in der Rüstung rum. Na toll, hier steht gerade keiner, aber weißt du was, dann geh ich schnell zu dem Stein. Weil wenn ich schon mal hier bin, dann mach ich das schnell. Ich will aber auch keine Lust, jetzt direkt in den Sumpf zu gehen. Dann werde ich halt das jetzt hier erstmal machen, damit ich hier wieder ranlegen. Trotzdem finde ich das seltsam jetzt gerade mit der 3 Minuten am W schon wieder Schluss. Mit der Lautstärke. Ja, ich rede noch schnell mit Leuwarden über den Stein. Alles läuft nach Plan. Wahrscheinlich hier drin. Ja? Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Das überrascht mich eben. Gut, dann Triss, aber Triss ist zu Hause. Das will ich noch gern schnell machen. Teufel. Ich frage mich gerade ein bisschen, wie der Werwolf durch die Blockade kommt. Also wie er durch die Blockade kommt. Das würde mich sehr überraschen. Nicht überraschen, sehr interessieren. Man merkt schon, es ist Nacht, ich bin unkonzentriert. Ja, kein Wunder, es ist gleich 3. In einer Minute. Ne, in 6 Minuten, aber in einer Minute der Erfahrung. Egal, das war ja noch schnell. Ziehe ich halt. Bedauerlicherweise regnet. Was führt euch hierher? Ich würde es hier nicht. Ihr entführt Kinder und macht sie zur Hexe. Ja, noch halb bis. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Bedauerlicherweise regnet. Aber genug Grund hier zu sein. Der Werwolf ist selbst das letzte Beweis dafür. Kein Grund hier zu sein, Witzwolf. Alvin, sei grüßt. Geralt. Kennen wir schon, später Alvin. Später Alvin. Nee, ich darf jetzt nicht rennen. Da ist sie. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Ach, das letzte Mal konnte ich mit ihm noch gut umgehen. Naja, ist egal. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lasst mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt Spuren aller Sendungen. Soll heißen? Mit etwas Glück können wir das Versteck der Salamandra finden. Ah ja. Sprechen wir mit Leuwarden darüber.
Chris oder Leuwarden sprechen. Naja, das waren wir dann am nächsten Mal. Und ich sollte Chris dann auch fragen, wie mein Radio mit aufstellen kann. Naja, das machen wir beim nächsten Mal. Was dann wahrscheinlich morgen sein wird. Oder eventuell noch heute. Also heute könnten zwei Parts kommen. Der Werbefuß ist jetzt auf alle Fälle am Leben, weil ich gerade den Spielchen durchgefeiert habe. Ja, da würde mich eure Meinung dazu interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal schaltet ihr wieder ein. Bis dann, Freunde. Macht's gut.